Wenn du einen Steuerberater suchst, dann willst du den besten Steuerberater haben. Aber er muss auch Humor haben und er muss fachlich was drauf haben. Und er muss günstig sein. Und er muss immer erreichbar sein. Aber auch vorausschauend muss er arbeiten. Und natürlich, er muss eine Straße weiter wohnen, dass man sofort mal hingehen kann. In diesem Video bekommst du von mir den Megatipp, der dein Unternehmerleben absolut verändern wird. Bleib also dran. Herzlich willkommen, Thorsten Montag vom Gründerlexikon. Danke, dass du wieder da bist heute zu diesem Thema Steuerberatersuche. Ich habe dazu schon mein Video gemacht, aber heute geht es um eine direkte Software, die einem dabei hilft aus dem Hause LexRocket. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Aber erstmal zu diesem schwierigen Thema, den Steuerberater zu suchen und zu finden. Warum ist es denn so? Ja, ganz einfach, weil man will nicht irgendwen haben, sondern man arbeitet mit dem Menschen ja recht lange zusammen und je länger man mit ihm arbeitet, umso intensiver ist auch das Vertrauensverhältnis. Es steigt also auch und es geht um sehr viel Geld und es geht um Gesetze, es geht um das Finanzamt und es geht darüber hinaus auch um vielleicht Gefängnis oder Steuernachzahlungen. Das weiß man alles so vorher nicht genau und da will man ja nicht irgendwen dann haben, sondern man sucht denjenigen, der zu mir passt, am besten mit den ganzen Kriterien, die ich eben eingangs genannt habe. Ja, erstmal vorweg, das ist keine Steuerberatung und auch keine Rechtsberatung. Es geht hier einfach um einen Software-Test und da starten wir dann auch gleich durch. Ich sagte bereits, ich habe schon mein Video gemacht zum Thema Steuerberater suchen, aber was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man so einen Steuerberater hat und man sagt, der soll auch günstig sein? Es hängt natürlich alles an den Kosten und wie gut oder wie schlecht ein Steuerberater arbeitet, liegt auch häufig daran, was für Kosten entstehen, heißt, wie hoch ist denn der Aufwand? Und das wissen die meisten nicht und denken nicht drüber nach, denn der Steuerberater berechnet nur das, was er auch aufwendet, indem an Zeit aufwendet. Und genau das hängt davon ab, wie aufwendig muss er alle Daten aufbereiten, wie schnell kommt er an die Daten ran, was muss er sortieren, was muss er vorbereiten, ist vielleicht schon einiges sortiert und wie transparent ist die ganze Buchführung und die ganze Arbeit und wie groß ist der Einblick und letzten Endes auch, wie viel kann er automatisieren. Das bedeutet, gibt es Dinge, die oldschool sind, wenn ich einen Schuhkarton bekomme mit irgendwelchen Belegen, wenn ich das automatisieren könnte, habe ich sehr, sehr viel Zeit gespart und das wäre das Ziel. Und genau da kommen wir dann zu dieser Software, die ich benutze oder die ich euch zeigen will. Aber bevor wir das machen, einfach nochmal verdeutlicht an einem anderen Beispiel, wo es jeder versteht und wo es auch jeder richtig macht. Auto. Du kaufst ein Auto, ein BMW möchtest du kaufen, du gehst nicht zum Fiat-Händler, sondern du gehst zum BMW-Händler. Warum? Weil der Fiat-Händler nicht bestrebt ist, gute BMWs zu verkaufen, da verdient er nicht viel dran, sondern nur der BMW-Händler, der sie als Hersteller neu mit einer sehr, sehr großen Marge verkaufen kann. Der Fiat-Händler kann das nicht. Der kann ja nur Gebrauchte mit einer niedrigeren Marge verkaufen. Aber selbst wenn du auf den Gedanken gekommen bist, das machen ja die meisten, geh zum BMW-Autohändler, dann hältst du dich trotzdem an die Anweisungen des Händlers und an das Fachpersonals, also an die Mechaniker und du guckst in die Bedienungsanleitung und kaufst nur Originalzubehör, auch natürlich Originalersatzteile werden nur gekauft und du rast auch nicht wie verrückt bei den Spritpreisen schon gar nicht, sondern du pflegst das Auto so, wie es vorgeschrieben wird vom Hersteller und so, wie auch die Fachleute dir das erklären. Aber wieso machst du das bei der Buchführung nicht? Wieso machst du das im Steuerbereich nicht? Beim Auto versteht es jeder im Bereich Buchführung und Steuern. Dann macht es jeder anders. Da hat da jeder seinen Steuerberater oder gar keinen Steuerberater. Der eine hat das Geschäftskonto, der andere gar keins. Der nächste hat die Buchführungssoftware, der nächste schwört auf jene. Es macht irgendwie da jeder was anders und man wundert sich am Ende des Tages, warum da nicht das effizienteste und das günstigste Ergebnis dabei herauskommt. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ich habe euch lang genug auf die Folter gespannt. Gucken wir uns jetzt einfach mal diese Steuerberater Suche an. LexRocket, wie gesagt, die Gründerinitiative aus dem Hause Haufe, Lexware. Und da gibt es eben auch diese Suche. Wenn man hier direkt auf den Button klickt, kommt man auf diese Karte und hier sieht man schon,
ganz gut eingeblendet, wie viele Steuerberater da in den entsprechenden Bereichen sind. Ich gebe hier oben mal meine Postleitzahl ein. Ich bin also in Dingelstädt, 37351. Enter. Ups, da komme ich woanders raus. Das ist wahrscheinlich Ausland. Das passt also mit Postleitzahl nicht. Dann muss ich es doch so eingeben. Dingelstädt, kleines Örtchen in Thüringen. Hier haben wir es auch zentral. Da gibt es also keinen angeschlossenen Steuerberater. Aber hier sieht man schon in der nächstgrößeren Stadt Leinefelde zwei. Hier Heiligenstadt gibt es einen. Es gibt also da tatsächlich Leute, Steuerberater, die LexOffice benutzen. Das ist also die Software, die dahinter steckt, die auch im LexRocket drin steckt. Die werde ich dann demnächst nochmal vorstellen. Wenn man hier draufklickt, sieht man auch den Namen, Telefonnummer und so weiter von dem Steuerberater. Also ganz gut gemacht. Ja, was gibt es noch in diesem ganzen Bereich? Es gibt auch ein Konto, was von LexRocket vorgestellt wird. Das nennt sich dann das Banking. Das ist also ein Geschäftskonto. Und es gibt die besagte Buchhaltungssoftware LexOffice. Auch da werde ich später nochmal darauf eingehen. Wir haben also von LexRocket jetzt nicht nur den Steuerberater, der mir empfohlen wird, sondern auch ein Konto und eine Buchhaltung. Und genau das sind alles Firmen im Verbund, die alle miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eben der Tipp an meiner Stelle. Absolut, absolute Empfehlung auch. Man sollte schon die Software nutzen, die auch mit dem Konto zusammenarbeitet und auch einen Steuerberater, der mit diesen Möglichkeiten zusammenarbeitet. Alles aus einem Verbund und genau diesen Verbund kann man in einem Paket quasi buchen. Entweder hier direkt über LexRocket oder auch, wenn ihr den Gründerlexikon-Kanal unterstützen wollt, hier unten in der Videobeschreibung packe ich euch alle Links hinein. Das ist also der ultimative Tipp und ich finde, das kommt dem vom Autohaus, ihr könnt euch gerade erinnern, schon sehr nah. Ne? Man hat also unterschiedliche Komponenten, die für den Erfolg zuständig sind. Auch hier hat man die Buchführungssoftware, man hat ein Geschäftskonto und man hat den Steuerberater. Und ja, was soll dann noch schiefgehen, wenn man alles aus diesem vorgeschlagenen Verbund benutzt? Kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Man sieht auch deswegen bei den Steuerberatern ja nur die Angeschlossenen, die LexOffice benutzen. Es gibt natürlich weitaus mehr Steuerberater, die aber dann andere Softwareprodukte nutzen. Ja, das war's an der Stelle schon. Bleibt mir noch zu sagen, ich möchte heute mal mit dem Zitat von Einstein schließen. Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Ja, in dem Sinne, zeigt mir doch einfach mal oder schreibt mir in die Kommentare einfach mal, arbeitet euer Steuerberater denn auch mit so einer Software oder ist euch das am Ende egal und ihr schmeißt dem einfach die Belege dahin und sieht zu, wie du damit klarkommst. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn ihr wie immer ein Abonnement da lasst, teilt das Video, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut, liebe Leute. Euer Thorsten vom Gründerlexikon.